Ja, hallo, hier spricht Katrin Rögler. Ja, Sie haben mich erwischt. Wo erreiche ich Sie gerade? Ach, das geht, ja? Können Sie frei sprechen? Ja, ein ruhiger Ort wäre besser, sicher. Ich warte dann gerne einen Augenblick. Normalerweise würden wir uns in einem Café treffen oder an einem anderen halböffentlichen Ort, da wo man in Ruhe sprechen kann. Gut, haben Sie sich eingerichtet? Ach ja, stört es Sie, wenn ich mitschneide? Das wäre besser fürs Gespräch. Ich muss dann nicht so hektisch mitschreiben und kann mich mehr auf Sie konzentrieren. Ja, das ist für uns beide besser. Ja. Ich bin hier gerade coronamäßig am Land. Ja, sieht man vielleicht nicht, aber das ist Nordhessen. Ja, einschlägig bekannt, strukturschwach. Früher hätte man gesagt Zonenrandgebiet. Eine für mich eher untypische Situation hier. Ich bin ja eher ein Stadtmensch, aber klar, die Kinder können frei rumlaufen und man fährt auch so, wie das Leben hier so ist. Hören Sie mich jetzt wieder? Gut. Ich weiß, diese ganzen Zoom- und Skype-Situationen sind nervig. Ich werde es auch begrenzt halten. Ich bin schon froh, wenn wir 40 Minuten miteinander reden können. Ja, es bleibt einem halt nichts anderes übrig im Moment. Können wir loslegen? Also ich bin auf Sie gekommen, weil ein Kollege Sie mir empfohlen hat und einen Kontakt hergestellt hat. Ja, ich werde ihn grüßen. Ja, ich werde Jan grüßen. Vielen Dank. Ich weiß, Sie sind keine direkte Prozessbeteiligte, aber Sie waren doch in sehr vergleichbaren Situationen auf der Verteidigerbank und Sie waren doch selbst auch unten und haben es sich angesehen. Ja, circa 10 Mal war ich selbst auch da und in den letzten Prozessjahren, also in den letzten beiden, eigentlich öfter, aber die Termine wurden ja oft verschoben. Das war ja nicht so leicht. Gut, am besten erläutere ich Ihnen kurz, was ich so vorhab. Also ich schreibe an einem Roman, aber vielleicht wird es auch eine Erzählung. So genau weiß ich das noch nicht. Es geht allerdings nicht darum, diesen Prozess zu dokumentieren, auch nicht darum, die Prozessbeteiligten zu Heldenfiguren zu machen. Meine Grundidee ist es eher, das von der Empore aus zu schildern, also von der Position der Prozessbeobachtung heraus, über die Zuseher, nicht über die Beteiligten. Ja, das ist ziemlich heterogen gewesen. Sie haben recht. Das kollektive Wir ist da tatsächlich ein Problem. Aber es waren ja auch viele drin, die sich das einfach nur mal so ansehen wollten und die aus Neugier kamen, die sich für das Funktionieren des Rechtsstaats interessierten. Das ist ja seit einiger Zeit wieder sehr interessant. Nicht nur das Grundgesetz erlebt neue Aufmerksamkeit, sondern es gibt ja auch zahlreiche Angriffe, die wir erleben. Ich sage nur Halle, Hanau, Kassel, jetzt wieder mit NSU 2.0. Da war dieser Prozess ja doch so etwas von Bedeutendes im Umgang damit. Nein, wie erleben Sie denn so die Gerichtsbeobachter? Ach so, ja, aber Sie waren doch auch bei größeren Prozessen dabei. Jetzt war ein Augenblick weg. Ich kann ja nochmal ansetzen von Anfang an. Also, ich weiß, die Fragen wirken vielleicht ein bisschen banal, auch vieles auch auf den Gerichtsalltag ausgerichtet. Es geht ja in diesen Prozessen auch um nicht um den Rechtsfrieden, den es wiederherzustellen geht, sondern auch um unsere Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit. Und Sie müssen sich ja vorstellen, dass die meisten Menschen keine Ahnung vom Gericht haben.
Sicher auf der Empore waren auch Juristinnen und Juristen, die sich ihre Kollegen angesehen haben, aber die meisten hatten ja doch, waren keine Profis sozusagen. Und ja, so wie sowas funktioniert. Also auch ich habe einen Moment gebraucht, um mich zurechtzufinden und habe mich auch gewundert. Ja, zunächst erschien es mir so, als wäre da etwas am Werk, was einen Gegenstand verloren hat. Also nichts als Befangenheitsanträge, Anträge, irgendwelche Kopien, die gemacht werden müssen und Schreiereien um Fragerechte. Wie gesagt, ich bin erst im Jahr 2017 im Frühjahr da zugekommen, da wurden nicht mehr viele Zeugen vernommen. Und ich habe es auch erstaunlich theatral gefunden, also als ich da hinkam, eher so wie misslingendes Theater. Gericht und Theater, da gibt es ja weitreichende Verbindungen. Man denke nur an die Orestie. Können Sie mich hören? Ich weiß, es war verrauscht. Ich war gerade dabei zu sagen, Gericht und Theater, da gibt es ja weitreichende Verbindungen. Also nochmal, Gericht und Theater, da gibt es ja weitreichende Verbindungen. Man denke nur an die Orestie. Vielleicht haben Sie ja auch einen Schauspielkurs absolviert, so als Verteidiger. Einen Schauspieltraining erhalten? Nicht? Wenn man irgendwelche Kurse muss es doch auch für Strafverteidigerinnen geben. Ist irgendwas in der Leitung. Sie frieren andauernd fest. Ja, sie frieren fest. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Vielleicht setzen wir noch mal ein anderes Mal Mist, ich würde so gerne so vieles noch fragen über die Beschleunigungsgebote, über Prozessverschleppung, über die Frage der Einzeltätertheorie. Warum die Ämter nicht zusammen arbeiten, wieso hier bei hoher Evidenz Akten nicht freigegeben worden sind und ob das immer so ist und ja, diese Schwierigkeit, die Asymmetrie im Saal, dass die Nebenklage so als problematisch gesehen wurde von der Bundesanwaltschaft. Mann, vielleicht hätten Sie mir auch einen Tipp geben können, wie ich noch an andere Prozesspositionen herankomme. Aber es geht nur live, nicht über Skype.